Luxemburg-Stiftung. Ich darf erstmal begrüßen neben Daniel, willkommen. Vorstellen brauche ich dich nicht mehr. Die beiden hochrangigen Gäste neben mir, Constanze Kurz, Sprecherin des Computerclubs und Sachverständige in der Bundestags-Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Dort sitzt auch Halina Wawczyniak für die linke Bundestagsfraktion als Mitglied des Bundestages und neuerdings auch netzpolitischer Sprecherin der Linken im Bundestag. Und du bist auch stellvertretende Parteivorsitzende dieser Partei. Von daher ist das Thema gut verankert mittlerweile in deiner Person. Genau. Wir fangen an und ich freue mich, vielleicht mit den Damen zu beginnen. Ultimative Transparenz ist der Titel, unter dem wir heute hier ein bisschen debattieren wollen. WikiLeaks auf dem Prüfstand. Die erste Frage von mir, über welche Transparenz reden wir? Ja? Transparenz, soll die auch Grenzen haben, war ein bisschen die Frage von den Menschen, die das hier vorbereitet haben. Transparenz ist natürlich ein Bezugspunkt, der positiv ist für die Linke, für viele Bürgerrechtsgruppen, Menschenrechtsgruppen, weil ohne Transparenz kann Demokratie nicht funktionieren. Aber ein Einwand ist natürlich immer auch, Transparenz kann Menschen auch schädigen, wenn da was veröffentlicht wird. Um welche Art von Transparenz geht es hier bei der Debatte? Constanze, bitte. Naja, ich denke, für mich ist es natürlich eine sehr alte Forderung, nämlich beim Chaos Computer Club haben wir halt genannt, die maschinenlesbare Regierung. Zu sagen, dass Regierungshandeln und auch Behördenhandeln öffentlich sein sollte und natürlich auch mit dieser Transparenz ein anderes Handeln typisch würde. Davon zu unterscheiden ist natürlich der Grundsatz, dass öffentliche Daten zu nutzen sind und private Daten zu schützen sind. Und dieses Konfliktfeld klang ja auch schon so ein bisschen an. Das heißt, die Transparenz, die WikiLeaks in den Fällen hergestellt hat, die veröffentlicht wurden, denke ich, ist dem demokratischen Gemeinwesen nützlich. Natürlich gibt es Grenzbereiche, über die man sich streiten kann, von verschiedener Seite. Also einmal, wenn private Daten mit dabei sind. Davon hatten wir einige Fälle in den Jahren, vor allen Dingen 2007 und 2008. Aber heute, natürlich nach dem Ausscheiden von Daniel, also nicht mehr konkret sozusagen verbunden, heute wird ja ein bisschen andere Politik da gefahren, denn die US-Diplomaten-Depeschen werden ja tatsächlich von Namen privater Personen bereinigt. Insofern ist natürlich die Kritik, die da auch öffentlich geäußert wurde, auch in gewisser Weise angenommen worden. Gut, Halina, wenn wir sehen, Transparenz, du beziehst dich positiv drauf, sagst du, ultimative Transparenz sollte das Motto der Linken sein? Also die Frage wäre ja zunächst, dazu bin ich zu sehr Juristin, dass man fragen müsste, wie definiere ich ultimativ? Aus meiner Sicht geht es darum, das ist vorhin gesagt worden, den Mächtigen die Informationen zu entreißen. Und ich finde tatsächlich, dass alle Sachen, die das Gemeinwesen angehen, dass die öffentlich und transparent gemacht werden müssen. Das bezieht sich nicht nur auf Regierungshandeln, sondern das bezieht sich ebenfalls auf das Handeln von großen Unternehmen, Geheimverträge, ein Stichwort. Und das bezieht sich allerdings aus meiner Sicht auch auf die Frage, wie Parteien Politik machen und wie Parteien Informationen gewinnen und Meinungen bilden, weil auch das alles ist in einem Bereich, der sich um im weitesten Sinne das Gemeinwohl bewegt, um die Frage, wie Politik entsteht, wie Geschäfte gemacht werden. Und das sind Sachen, die alle angehen. Und wenn man diese drei Punkte zusammenpackt, also Parteien, Regierungen, Geschäfte. Bei den drei Punkten würde ich sagen, ultimative Transparenz. Bei welchen nicht? Also zum einen hat Constanze ja schon darauf hingewiesen, geht es natürlich immer um den Personenbezug, also Schutz personenbezogener Daten. Und selbstverständlich muss es sowas wie eine Privatsphäre geben. Also wer sich wie im Leben bewegt, wo man nicht zu Entscheidungen kommt, die unmittelbar in Geschäften münden, unmittelbar in politische Aktivitäten münden, unmittelbar in Regierungshandeln münden, da würde ich dann schon einen Schutzbereich sehen. Daniel, hattet ihr Diskussionen bei WikiLeaks, als du noch dabei warst, wo ihr genau versucht habt abzuwägen, wo ist die Grenze dessen, was wir publik machen wollen?
For me, transparency is more a means to a goal. It's a means to a just world, for me, rather than a goal in itself. During the founding, the formative time of WikiLeaks, there was some discussion, but it was the focus was always, how can we produce more Daniel Ellsbergs? How can we produce more just results by whistleblowing? And I don't think we ever came to any particular formula. The formula which appears on the WikiLeaks website is that it accepts all material of, forget the exact wording, diplomatic, ethical significance. And I think that's a reasonable rule, although it does imply some judgment. I think it includes the fact that things that are about the public sphere are significant by presumption, but things about private individuals are not so significant by presumption. So I think there's a strong presumption for transparency in the public sphere and a strong presumption against transparency in the private sphere. But there are exceptions to both. Also zuerst muss ich sagen, dass für mich Transparenz eher Mittel zum Zweck einer gerechteren Welt ist. Sie ist nicht Zweck an sich. Während der Anfänge von WikiLeaks haben wir natürlich manchmal darüber diskutiert, was für Linien und Grenzen es da geben mag. Aber für uns war die Frage immer, wie produzieren wir mehr Daniel Ellsbergs, wie produzieren wir gerechtere Resultate durch Whistleblowing, durch die Veröffentlichung von Informationen. Es gibt dann auch keine, wir haben jetzt auch nicht so eine genaue Formel entwickelt, aber die Formel, die jetzt auf der Website steht, glaube ich, ich kann mich nicht mehr genau an den Wortlaut erinnern, WikiLeaks akzeptiert alle Materialien, die diplomatische und ethische Relevanz haben. Und das ist natürlich auch immer ein bisschen eine Abwägungsfrage. Bei Dingen, die das Gemeinwesen angehen, ist die Grundannahme, dass sie relevant sind. Bei Dingen, die Privatpersonen angehen, ist erstmal die Grundannahme, dass sie nicht relevant sind. Direkt dazu? Ja, nun, das ist natürlich ein bisschen, ich glaube, das ist schon ein bisschen beschönigend, denn am Anfang war der Anspruch schon deutlich radikaler, zu sagen, der Whistleblower, der die Informationen zu uns hochlädt, entscheidet, ob veröffentlicht wird. Es gab damals, ich will mal ein konkretes Beispiel nennen, was aber natürlich wie alle Fälle eigentlich niemanden, keine private Person wirklich geschädigt hat. Das ist ja immer nur behauptet worden, das ist tatsächlich nie geschehen. Aber es gab damals den Fall, dass der HIV-Test von Steve Jobs hochgeladen wurde, der Geschäftsführer des großen Aktienunternehmens Apple in den USA. Die Frage war, wird dieser HIV-Test veröffentlicht? Also ein ganz klassischer Konflikt. Das ist ja zwar der Führer eines aktiendotierten Unternehmens und ganz sicher hätte der HIV-Test auf dieses Unternehmen großen Einfluss gehabt und vielleicht auch darüber hinaus, aber natürlich ist er auch eine private Person, hat Kinder, Familie, Freunde. An diesem Fall kann man natürlich viel ablesen. Denn damals war die radikale Aussage, es wird veröffentlicht, was auch getan wurde. Der Glücksfall war hier nur, dass sich dieser HIV-Test als Fake herausstellte und entsprechend natürlich dann als Fake veröffentlicht wurde. Also, ja, gefälschter Test war. Und von diesen Fällen gab es einige mehr. Ich glaube, dass erst im Zuge auch der öffentlichen Debatte um die Frage, was darf da öffentlich werden, von dieser doch sehr radikalen Vorgehensweise so ein bisschen abgegangen wurde. Am Anfang war, ich glaube, auch um die Öffentlichkeit herzustellen, schon sehr fundamentalistisch. Wir hauen raus, was der Whistleblower uns hochlädt. Inzwischen haben wir ja mit WikiLeaks zumindest dem Vorgehen, was dort praktiziert wird, letztendlich eine ganz starke redaktionelle Bearbeitung, die eben dafür sorgt, dass es auch eine Öffentlichkeit gibt, also praktisch eine Vermarktung auch der Inhalte. Halina, du hast mir gesagt, du hast Vorstellungen, an denen du politisch arbeitest, wie die Zukunft von Whistleblowing zumindest gesetzlich unterstützt werden könnte. Naja, also Vorstellung, ich möchte mal kleinere Brötchen backen, ohne hier gleich irgendwas Großes zu versprechen. Nein, ich glaube, die Frage, wie man damit umgeht, ist eine Frage, die man auf zwei Ebenen ansprechen muss. Das eine ist, dass wir in der Gesellschaft eine Situation entwickeln müssen, dass es nicht gleich mit dem Wort Denunziantentum gleichgesetzt wird. Wenn jemand skandalöse Zustände, Skandale versucht öffentlich zu machen. Ich glaube, es ist einfach, man muss sozusagen ein Gespür dafür entwickeln, dass es für Demokratie nötig ist, dass man sich eine Meinung bilden kann. Und eine Meinung kann man sich nur bilden, wenn man Zusammenhänge kennt. Das ist der erste Punkt.
Der zweite Punkt ist, dass ich glaube, dass Whistleblower, also Menschen, die quasi Geheimnisse verraten oder Informationen geben über Geheimnisse, auch tatsächlich diejenigen sein müssen, die entscheiden sollen, wem gegenüber soll das veröffentlicht werden. Also ich warne davor, dass solche Plattformen oder Redaktionen solcher Plattformen zum Player in der Mediengesellschaft werden. Auf der anderen Seite wiederum würde es mir darum gehen, dass Leute, die so etwas machen, was ja gewissen Mut auch erlaubt, dass man Mittel und Möglichkeiten findet, dass sie geschützt werden. Also dass sie nicht Anklagen bekommen, dass sie keine arbeitsrechtlichen Konsequenzen zu befürchten haben, sondern dass es da einfach auch eine Möglichkeit gibt, diese Leute besonders zu schützen. Okay, wir sind beim Thema The Future of Whistleblowing. Vielleicht bleiben wir da einen kurzen Moment. Du hast die These eben aufgestellt, die redaktionelle Rolle sollte eher zurückgenommen sein bei WikiLeaks oder ähnlichen Plattformen. Also vielleicht kann ich das nochmal genauer fassen, weil ich ja schon Konstanzes kritischen Blick gesehen habe. Mir geht es darum, dass derjenige, der die Information weitergibt, die Hoheit haben muss, zu sagen, wenn es veröffentlicht wird, dann an der und der Stelle. Ich möchte nicht, dass quasi eine Instanz zwischengeschaltet ist, die dann sagt, okay, heute geben wir es dem Spiegel, morgen geben wir es dem Tagesspiegel, übermorgen geben wir es dem Neuen Deutschland und übermorgen der Taz, sondern die Hoheit darüber soll derjenige haben, der die Informationen auch weitergibt. Aber warum der? Warum nicht vielleicht ein unabhängiges Gremium? Das war ja bei WikiLeaks auch in der Diskussion gewesen, einen Beirat zu haben oder Ähnliches. Also ehrlich gesagt, wenn ich mir vorstelle, ich gebe eine Information aus einer Parteivorstand, wir reden auch über Parteien, an irgendein Gremium und das berät dann 3 Tage darüber, ob es nun Zeitung X, Zeitung Y oder Zeitung Z weitergibt, dann würde ich die Information einfach nicht weitergeben. I would say that in some sense WikiLeaks gives a division of labor here, the whistleblower through act of civil disobedience or conscience decides to leak information, but it's when they leak it to an institution like WikiLeaks, its role is or has become the role of maximizing impact. So they make decisions about where to publish in a way to maximize the whistleblower's goals. Ich glaube, es gibt hier so ein bisschen eine Arbeitsteilung. Also bei WikiLeaks, wenn also so ein Whistleblower in einem Akt des zivilen Ungehorsams oder in einer Gesinnungshandlung bestimmte Informationen veröffentlicht und sie dann an WikiLeaks gibt, dann ist es die Rolle von WikiLeaks, diese Informationen auf eine Art und Weise zu veröffentlichen, die den Effekt dieser Informationen maximiert. Das ist dann die Rolle von WikiLeaks. In addition, whistleblowing in itself is being essentially civil disobedient anarchist act. It demands recognition and it demands certain goals by its nature. And I think that in that sense there's a role for an institution to affect that. Genau, also Whistleblowing ist für mich ein Akt des zivilen Ungehorsams, ein in irgendeiner Form auch anarchistischer Akt, und der verlangt Anerkennung und der impliziert auch immer bestimmte Ziele. Und ich glaube, in so einem Prozess gibt es eine Rolle für eine Institution wie WikiLeaks. Okay. Also ich würde es eigentlich schon noch ein bisschen anders sehen. Ich glaube, wir sollten dieses Beispiel WikiLeaks ein bisschen in die Zukunft projizieren und uns überlegen, wie werden solche Plattformen weiterleben? Denn es ist ja klar, gründen sich ja jetzt schon Nachfolgeplattformen und die Idee, das sozusagen mit technischer Unterstützung von der Webseite oder einer Organisation, aber auf jeden Fall eine technische Möglichkeit zu haben, Dokumente, die man aus Behörden
oder aus Unternehmen aus ethischen Gründen mitnimmt, um sie zu veröffentlichen, die wird sicherlich bestehen bleiben. Gerade dadurch, dass WikiLeaks international so eine große Aufmerksamkeit erfahren hat. Und ich glaube nicht, dass die relativ auf den Impact, also quasi auf die Möglichkeit der großen Presseöffentlichkeit zielende Vorgehensweise, die WikiLeaks dort an den Tag gelegt hat im letzten anderthalb Jahren, das wird nicht der Kern der Debatte sein. Denn im Wesentlichen ist die Plattform doch dafür da, dass die Dokumente öffentlich sind, dass man also tatsächlich selber lesen kann. Und der interessante Ansatz von Daniel ist ja eigentlich gewesen, zumindest am Anfang, wir stellen zusammen in einem Wiki auch die Kontexte her. Denn wenn man sich die vielen, es sind ja tausende Files, die dort veröffentlicht wurden, ansieht, dann ist eigentlich eine Information, die man als derjenige, der die lesen will, zumal bei den Afghan Warlocks, die ja in einer sehr militärischen Sprache verfasst sind, die man eigentlich ja kaum, also die kann man sehr schwer erfassen, sehr viele Abkürzungen, dass gerade die Community dahinter in einem Wiki auch den Kontext herstellen kann, den jetzt die großen Verlagshäuser wie El País, der Guardian, der Spiegel, die New York Times, die ja zu Rate gezogen worden dafür hergestellt hat. Und ich glaube, der Kern der zukünftigen Plattform wird sein, weiterhin die Plattform, wo die Dokumente liegen, zur Veröffentlichung bereitzustellen. Und zwar sicherlich anders als heute, nämlich nicht mehr so zentralistisch, sondern eher mit verteilten, schwieriger zu zensierenden Strukturen. Also die Idee eines Wikis finde ich ja auch spannend und ich finde es auch schön, wenn Kontexte hergestellt werden. Spannend finde ich dann aber, wenn auf derselben Website möglicherweise andere Interpretationen, andere Informationen auch hergestellt werden und ich, egal ob ich es zunächst verstehe oder nicht verstehe, die Chance habe, mir die Dokumente auch anzugucken. Ich möchte halt nicht, dass irgendjemand Drittes die Deutungshoheit hat über diese Dokumente, sondern dass auch diese Deutungshoheit möglichst in einem partizipativen Prozess möglich ist und möglichst viele sich daran beteiligen. I think it's been a big problem, the presentation through the mainstream media, especially in the US, which in the midst of all sorts of diplomatic cables revealing all sorts of terrible wrongdoing, bombing, secret bombing of Yemen, interference into human rights investigations into Bush administration officials in Spain, various types of wrongdoing, but chronically underreported in the US where it matters most, and indeed fitting into a frame of US foreign policy. So I certainly think there's a role for that. On the other hand, and this is an issue that goes to the very core of WikiLeaks in the first place, there is all sorts of information out there. You can even argue that there's enough historical information, just political information, which if it were known, if people read enough books, there's information out there enough to outrage people to change the world. The difference is that something like WikiLeaks itself is an act of revelation and carries its own force and impact. Ich stimme euch zu, dass es ein riesiges Problem gibt, dass diese Informationen durch die Mainstream-Medien, vor allem in den USA, gefiltert werden, vor allem wenn es eben darum geht, um grauenhafte Beispiele von US-Außenpolitik, von schrecklichen Aktionen in Jemen, von Eingriffen in Menschenrechtsuntersuchungen in Spanien, alles eben durch die US-Regierung. Also gibt es natürlich ein Problem, wenn es durch die Mainstream-Medien veröffentlicht wird. Andererseits, und das ist ein Problem, das glaube ich zum Kern von WikiLeaks geht, eigentlich gibt es ja schon genügend historische und politische Informationen, die Leute, sollte man sie denn konsumieren, so sehr aufregen müsste, dass sie die Welt verändern würden. Not only in the US. Also ich meine, wir müssen sehen, auch bei uns sind die Informationen, die aus zum Beispiel den Diplomaten-Depeschen rausgenommen wurden von der Presse, also wenig signifikant zum Vergleich, was wirklich drinsteht. Wir überlegen mal, was der Spiegel aus der Geschichte gemacht hat. Im Wesentlichen eine Tratschgeschichte über den US-Botschafter, der komische Sachen über unsere Regierungsmitglieder sagt, Teflon, Merkel und so weiter. Also die Geschichte war ja wenig brisant von der politischen Seite. Und mal Hand aufs Herz,
Wie viele Leute in Deutschland haben sich denn tatsächlich hingesetzt und die ziemlich gut lesbaren Depeschen selbst gelesen? Das heißt, wir brauchen ja eigentlich die Kontexte, die uns die Medien liefern. Aber zumindest im Fall der US-Depeschen muss man schon konstatieren, und das ist nicht nur in Amerika so, dass sehr wenig darüber berichtet wurde, was wirklich drinsteht und was für politische Skandale da eigentlich enthalten sind. Ich erwähne nur mal den Fall Kunduz oder Murat Korners. Hier sind ein paar wirklich politische Informationen enthalten, bei den wenigen Depeschen, die ja bisher aus dem großen Fundus online sind. Und auch die einige der Skandale, die dort international zu berichten werden, haben es überhaupt nicht auf den deutschen Zeitungsmarkt geschafft. Das heißt, tatsächlich die Zusammenarbeit mit den großen Massenmedien zu einer guten Information der Bevölkerung aus den Depeschen geführt hat, zweifle ich sehr stark an. If we have a serious analysis of the mainstream media institutions in democratic societies, we see them as ideological institutions. And handing diplomatic cables to mainstream media journalists means handing it to people whose training and whose context causes them to read it through a particular frame consonant with the power in the society. And so giving that instead to citizen journalists, to ordinary citizens, take someone who's not been socialized into those institutions, give them documents to read, and I think they will come to quite different conclusions if they take the time. Wenn wir aus einer kritischen Perspektive die Medien analysieren, sehen wir natürlich, dass das hochideologische Institutionen sind. Und das heißt dann auch, dass wenn wir diese Depeschen an professionelle Journalistinnen und Journalisten weitergeben, dann lesen die das durch, sagen wir mal, von einer herrschaftsförmigen Perspektive aus. Deswegen würde ich sagen, gebt diese Informationen an Citizen Journalists, an Bürgerinnen und Bürger, die sich journalistisch im Internet betätigen, die werden ganz andere Dinge hervorziehen und das ganz anders interpretieren. For instance, one clear example of this, diplomatic cables from the US Embassy in various parts of the Middle East. We have mainstream media reports talking about how wonderful and how clever and how literary all the diplomats are. Yet, as people like Noam Chomsky in the US have noted, these cables and the diplomats involved present the view of the US state power. They do not, for instance, take any notice of the fact that the views of the population in these various countries, Saudi Arabia and the like, have completely different views on many questions. Also ein ganz konkretes Beispiel, wie die Depeschen von US-Botschaften im Nahen Osten in den Mainstream-Medien verwurstet wurden. Da wurde im Allgemeinen geschrieben, wie clever und literarisch fähig doch diese Diplomaten waren. Aber wie zum Beispiel jemand wie Noam Chomsky in den USA nochmal klargemacht hat, diese Depeschen und diese Diplomaten präsentieren natürlich die US-Machtperspektive. Was überhaupt nicht darüber kommt, ist zum Beispiel die Tatsache, dass die Bevölkerung, zum Beispiel in Saudi-Arabien, natürlich eine ganz andere Perspektive auf die dort geschilderten Sachverhalte hat. Da würde ich gerne noch hinzufügen. Noam Chomsky, einer der wenigen linksliberalen Intellektuellen in den USA, hat sogar sich genau die Depeschen gerade aus diesen Botschaften genauer angesehen und auch festgestellt, dass viele der Inhalte schlichtweg falsch sind, die dort gekabelt wurden. Also dass die Botschafter die Informationsberichte fälschlicherweise abgeliefert haben. Das war doch zwar in den breiten Medien kaum berichtet, aber man sieht natürlich, dass die Möglichkeit, diese Depeschen selbst zu lesen und den Wortlaut selbst zu lesen, natürlich ein großer Vorteil ist gegenüber der Presseinterpretation. Gut, also zwei Elemente mindestens, die daraus folgen für Future of Whistleblowing. Man braucht mehr eine breitgestützte redaktionelle Tätigkeit, Menschen kommentieren. Die ursprüngliche Idee von WikiLeaks, deswegen auch das Wort Wiki, war eine Art Wikipedia-ähnlichen Mechanismus, du hast es erzählt, wo viele Leute eben diese Dokumente kommentieren können. Ich frage mich nur, wie solche Ideen
kombinierbar sind angesichts der Repression, die WikiLeaks erfahren hat. Du hast so ein bisschen gesagt, verteiltes Arbeiten, das muss dezentraler sein. Aber trotzdem bleibt für mich die Frage offen, wenn ich einen sehr breiten Ansatz habe, wo ich Editoren habe, die da mitarbeiten bei so einer Plattform, habe ich die Repressionsgefahr ungeheuer erhöht. Wie kann das sozusagen geschneidert werden, dass da Menschen auf breiter Basis mitarbeiten, ohne dass sie sozusagen damit das Projekt offen machen? Weil da muss ja eine Form von Geheimhaltung an der Stelle zumindest sein des Projekts, wo die Informationen reinkommen und Leute die Dokumente, zum Beispiel elektronischen Dokumente, dann die Metadaten entfernen und so weiter. Der Teil des Projekts muss ja wirklich auch abgeschirmt sein und mit CQC arbeiten, würde ich sagen. Also Konstanze kann das ja wahrscheinlich technisch viel besser erklären als ich. Ich kann das nur politisch erklären, was ich mir wünsche. Aus meiner Sicht muss es darum gehen, dass die Leute, die genau diese Informationen weitergeben, ähnlich wie vorhin aus dem Publikum war die Frage, wenn denn Leute auf so eine Seite gehen, ob man das nachvollziehen kann. An der Stelle, finde ich, geht es explizit darum, dass die Leute, die die Informationen geben, tatsächlich auch sozusagen von den Plattformbetreibern, durch welche technischen Maßnahmen auch immer, so geschützt werden, dass sie nicht Gefahr laufen, dafür dann auch noch sozusagen für diese Weitergabe der Informationen Konsequenzen zu ziehen. Das heißt, für mich käme so ein Projekt überhaupt nur in Frage oder müsste aus meiner Sicht eine Anforderung sein, so ein Projekt nur betreiben zu können, wenn diejenigen, die sozusagen diese Informationen geben, tatsächlich nicht sofort, also am besten gar nicht, aber ob das technisch geht, müsste dann Konstanze wieder sagen, an sozusagen nicht Gefahr laufen, sozusagen sofort Repressalien unterworfen zu werden. Jetzt mal jenseits von gesetzlichen Regelungen, wo es dann auch noch mal Schutzmechanismen geben muss. Also, one point to make is that if you have a big enough community, sufficiently massive and dispersed, this always decreases the risk of repression. Mass movements, you can't beat up 10,000 people, whereas you can beat up 10. So that's certainly one thing. But in the context, WikiLeaks at the moment has now got such repression against it and such hostility that now building a community becomes more difficult. But on the other hand, it has massive support, so it may be possible. Zwei Punkte. Erstens mal, das wissen wir alle, wenn man sozusagen die Community von Leuten, die sich daran beteiligt, groß genug macht, dann ist es natürlich auch immer schwerer, dagegen Repression auszuüben. Man kann irgendwie 10 Leute verprügeln, aber 10.000 Leute verprügeln ist schon deutlich schwerer. Zweitens ist es so, dass natürlich für WikiLeaks im Kontext von so viel negativer Publicity es jetzt sehr, sehr schwer geworden ist, diese Art von Community zu schaffen, weil einfach dafür zu viel negative Publicity darüber existiert. Man kann das auch insofern, glaube ich, sehr stark unterstützen, als dass wir ja gesehen haben, als versucht wurde, die technische Infrastruktur anzugreifen, insbesondere überhaupt den Zugang zu den Depeschen noch möglich zu machen, hat man ja gesehen, dass genau diese Menge an Unterstützern, die die Seite gespiegelt haben und damit die Informationen dupliziert haben, sehr groß war. Und damit stellte sich eine gewisse Unzensierbarkeit her. Davon muss man aber, glaube ich, unterscheiden, den Schutz, den auch die Technik liefern muss für denjenigen, der es hochlädt. Weil das ist erstmal eine oder vielleicht zwei Personen, die so technisch geschützt werden müssen, dass nicht jemand, der zum Beispiel den Rechner beschlagnahmt oder an der Leitung mitlauscht, rückverfolgen kann, wer es war. Die beiden international bekannten Fälle, über die ja teilweise auch schon gesprochen wurde, nämlich Rudolf Elmer, der Whistleblower im Fall von der Bank, aber auch natürlich der US-Soldat Bradley Manning, der ja heute genau 365 Tage im Knast sitzt dafür, dass er vermutlich diese Informationen an WikiLeaks gegeben hat. Die haben ja nicht etwa aufgrund von technischen Schwächen, sind der Öffentlichkeit nicht deshalb bekannt geworden, dass sie die Whistleblower sind oder sein könnten, sondern weil sie in der Regel selbst kundgetan haben. Im Fall von Bradley Manning war es noch so, dass er einer dritten Person, der er offenbar vertraut hat, nämlich Adrian Lamo, diese Information selbst mitgeteilt hat, wenn die Chatprotokolle so stimmen. Und dieser Adrian Lamo hat sich an die US-Behörden gewandt und quasi seinen Freund verpfiffen. Das heißt, technisch
hat die WikiLeaks-Plattform geschafft, die Whistleblower nicht preiszugeben. Allerdings sind trotzdem in der Zeit, wo die Plattform online war und das Einreichungsformular auf der Webseite zu finden war, Fehler gemacht worden, technischer Art. Also hier wäre noch zu optimieren. Aber ich hatte ja vorhin schon erwähnt, ich glaube, dass zukünftige Plattformen verteilte Plattformen und keine zentralistischen Modelle mehr sein werden. Einfach wegen der Angreifbarkeit. I think if there's one thing that technology makes possible, it is anonymity. Encryption and mathematics guarantees this when it's applied in the correct way. Also wenn es eine Sache gibt, die die Technologie wirklich ermöglicht, dann ist es Anonymität. Dann gab es noch einen Nachsatz, den habe ich nicht mehr genau verstanden. Okay. Halina, du hast das nur angedeutet, du sagst, gäbe es noch mehr zu sagen auf der Strecke juristische, also wir wollen jetzt natürlich keine Fachdiskurse hören, aber was wären sozusagen die essentiellen Dinge, die man jetzt als Informantenschutz tatsächlich auch kurzfristig und effektiv hier machen kann? Also ich glaube, man muss an verschiedenen Bereichen gucken, wo man ansetzen kann. Das eine ist, sag ich mal, im klassischen Bereich Arbeitsrecht, dass diejenigen, die Informationen geben, gerade nicht arbeitsrechtlich belangt werden können. Das ist jetzt alles natürlich nur für den Worst Case. Das sollte Whistleblower sozusagen bekannt werden. Das betrifft den Bereich des Strafrechts selbstverständlich. Also ich glaube, vorhin war irgendwie mal die Frage, sozusagen, wenn man denn jetzt bestimmte Geheimnisse verrät, was das ist. Natürlich gibt es auch im deutschen Strafgesetzbuch noch den Geheimnisverrat und alles mögliche andere an absurden Straftatbeständen. Es geht aber möglicherweise auch darum, nochmal Möglichkeiten zu schaffen, wenn es denn gegebenenfalls auch aufgrund anonymer Hinweise zu Strafverfahren kommt, sowas wie die Zeugenschutzprogramme in dem Bereich ausbauen und nicht in anderen Bereichen. Es geht um die Frage, dass man möglicherweise auch über sowas nachdenkt, zunächst so eine Stelle. Der Deutsche schafft sich ja gerne Ombudsmänner und Ombudsfrauen, dass man zumindest überlegen könnte, wo man sich zuerst hinwendet. Also gerade in dem Bereich, glaube ich, muss man noch mal genauer nachdenken. Und man müsste aus meiner Sicht auch noch mal darüber nachdenken, ob sowas wie Zeugnisverweigerungsrechte, die wir jetzt im Zivilprozess und im Strafprozess haben, auch auf einen Bereich ausdehnen, der bis jetzt nicht erfasst ist. Also wir reden immer über die Freiheit von Journalistinnen und Journalisten, beispielsweise auch bei der Frage von Durchsuchung, und fassen dann den Journalismusbereich sehr, sehr eng. Also ich glaube, dass man auch in dem Bereich der Frage Quellenschutz bei Bloggerinnen und Bloggern, dass man Quellenschutz in anderen Online-Aktivitäten vielleicht noch ein bisschen weiter fassen sollte. Hört sich ja gut an, aber ich würde sagen, die Stimmung geht doch eher in eine andere Richtung. Wenn wir gesehen haben, auch in dem kleinen Moderationsvideo, hängt Ihnen Hörrufe oder Exekutionsforderungen gegenüber von Assange. Das ist sozusagen eine Stimmung, du hast ja aufgezählt, bestimmte Berufsgruppenrechte, die sind aber eher verschlechtert worden in der Bundesrepublik. Das hört sich für mich nicht an, als es gäbe eine gesellschaftliche Stimmung, und darauf basiert ja die Durchsetzbarkeit von gesetzlichen Verbesserungen, die in eine Richtung geht, Geheimnisverrat, okay, das braucht eine Demokratie auch, das wollen wir mal unterstützen. Naja, ich mache ja nicht Politik, um einfach Stimmungen nachzugeben. ich mache Politik, um Überzeugungen, die ich habe, für diese Überzeugung andere Menschen zu gewinnen, damit sie in der Gesellschaft mehrheitsfähig werden. Wenn ich immer nur Stimmung nachgeben würde, dann brauchen wir auch keine unterschiedlichen Parteien, weil dann geben alle den Stimmung nach. Das ist zumindest nicht mein Einsatz, sondern ich glaube, es geht wirklich darum, wenn man von so einer Sache überzeugt ist, Menschen zu gewinnen, die das mitbetreiben wollen, die sich auch dafür einsetzen wollen. Und natürlich kann man das nicht allein im Parlament machen. Also wer glaubt, man sitzt im Parlament, schreibt einen Gesetzentwurf, dann redet man toll im Ausschuss mit den anderen Vertretern der Parteien und dann ist man so überzeugend, dass die das mitmachen, der ist, glaube ich, falsch.
sondern Veränderung ergibt sich vor allen Dingen deshalb, weil so eine Position dann auch außerparlamentarisch getragen werden und sich das gesellschaftliche Klima ändert und die Vertreter anderer Parteien im Parlament sagen, sie kommen an so einer gesellschaftlichen Stimmung nicht mehr vorbei. In terms of law, I can't speak to Germany in particular, but I can say to look at Iceland. In Iceland at the moment there is a proposed set of laws, a media initiative to take all the best laws regarding freedom of speech, freedom of the press, and so on, whistleblower protection, and to enact them in Iceland. And I think that would be a great idea for EU harmonization of press freedom laws. That's for the legal side. Zur rechtlichen Seite, ich kann natürlich wenig über die Rechtslage in Deutschland sagen, aber um mal das Beispiel Island zu nehmen, da gibt es gerade einen sehr interessanten Vorschlag, einfach alle sozusagen die bestgeschriebenen Freiheitsrechtgesetzgebungen zu Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und anderen Freiheiten, sozusagen, dass man die alle sammelt und dann alle zusammen in Island durchsetzt. Das wäre doch auch mal ein guter Vorschlag für so europäische Gesetzesharmonisierung zum Beispiel. Vielleicht sollte man das kurz erklären. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Es gibt eine interessante Parallele. WikiLeaks hat die sogenannten Kaupthing-Papiere öffentlich gemacht, aus denen klar hervorgeht, wie korrupt die eigene Bankelite ist und wer eigentlich die Pleite, also den Konkurs des Landes Island zu verantworten hat. Als die Hauptnachrichtensendung in Island dies bringen wollte, also die isländische Tagesschau, wurde ihnen das von der Bank selbst und den Juristen untersagt. Und so hat sich diese Hauptnachrichtensendung entschieden, einfach nur die WikiLeaks-Webseite einzublenden. Entsprechend hat halb Island dahin geklickt und sich das durchgelesen. Und die Folge war nicht nur ein vollkommen neu gewähltes Parlament, sondern vor allen Dingen diese eben von Daniel angesprochene IMI-Initiative. Das heißt, Island hat sich erfolgreich, das ist bereits passiert, also durch die neuen Parlamentarier und durch den Gesetzentwurf, ein ganz neues Meinungs- und Pressefreiheitsrecht gegeben und möchte eine Art Safe Haven sein, also ein sicherer Hafen für Meinungsfreiheit. Und das ist ein Grund, warum die physische Struktur, die technische, also wo tatsächlich die Festplatten liegen, in Island beheimatet ist, weil dort die Gesetze eben der Meinungs- und Pressefreiheit sehr entgegenkommen. Und natürlich, wir haben gerade wieder ein Rating bekommen über die Welt und ihre Gesetze zum Freiheitsrechten, also Informationsfreiheit, aber auch Pressefreiheit. Und Deutschland liegt ganz im Gegensatz zu Island nur im Mittelfeld. Das heißt, wir haben hier noch einige vor und Sie hatten vorhin den Cicero-Fall angesprochen. Anders als Sie gesagt haben, ist dieser Fall tatsächlich bis nach Karlsruhe gekommen. Das heißt, verfassungsrechtlich und höchstrichterlich ist bestätigt, dass die Aktionen gegen die Cicero-Presseredaktion verfassungswidrig waren. Ja, vielleicht eine kurze Rückfrage. Es gibt eine große Erzählung innerhalb der netzpolitischen oder Hacker-Szene, einen Datenhafen zu schaffen. Das hat nie wirklich Realität angenommen, aber vielleicht haben gerade die Angriffe auf WikiLeaks dann auch gezeigt, dass man sowas braucht. Ist Island der Datenhafen? Aus meiner Sicht ist das schon jetzt legalistisch. Also die haben sich einfach eine sehr gute Gesetzgebungsgrundlage gegeben und sie haben nebenbei auch eine ganz gute technische Infrastruktur, sogar mit ökologischen Rechenzentren aus Erdwärme. Es gibt natürlich noch einige andere Länder, die eine sehr starke gesetzliche Grundlage haben. Aber ich glaube, vor allen Dingen ist die isländische Bevölkerung sehr pro WikiLeaks, weil sie schlicht an ihrem eigenen Beispiel, an dieser Kaupthing-Bank und auch der nachfolgenden Wahl, die das ganze Parlament geändert hat, gesehen haben, wie revolutionär eine Transparenzidee sein kann, die technisch unterstützt ist. Insofern ist natürlich die gesellschaftliche Stimmung in Island sehr anders. Ich denke, in den USA ist sie sehr, sehr gegen WikiLeaks und in Europa ist sie, glaube ich, eher so teils, teils. Aber in Island, es gibt eine sehr starke Pro-WikiLeaks-Stimmung. Daniel, I think that, yes, regardless of what the laws are, there's always going to be a question of whistleblowers, leakers, who may well be acting outside the law. And so in addition to having good laws, there's also a need for a good culture and a population that will regard whistleblowers not as snitches or as unpatriotic, but as acting
for their own conscience and for justice. Unabhängig, also von der, also zustimmend würde ich sagen, dass unabhängig von der Gesetzessituation natürlich immer wieder die Möglichkeit besteht, dass ein Whistleblower, eine Whistleblowerin sozusagen illegal handelt. Und in so einer Situation ist es dann natürlich wichtig, sozusagen eine gute Kultur zu haben, wo Whistleblower als sozusagen Gesinnungstäterinnen angesehen werden und nicht als Petzen und mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein. Denunzianten, richtig, das schwere. Naja, Volker Kauder hat sie neulich im Deutschen Bundestag Blockwarte genannt. Sogar im Protokoll. Daniel. I didn't know this fact about the German language. That's very Orwellian. And I think the first thing you need to do is invent a new word. From the legal point of view, I think that the reforms being discussed here and in Iceland are the way to go. I think that we are seeing on the internet, as Constance mentioned, many participatory approaches with regard to transparency. We're seeing moves towards transparency in various governments, and we're seeing collaborative approaches to exposing various types of corruption. And I think we need to continue that. We need to build a movement and create a culture and conditions where unethical behavior is so subject to whistleblowing and so subject to exposure that it will not happen. Also ein paar letzte Worte. Erstmal wusste ich gar nicht, dass es in der deutschen Sprache kein positives Wort für Whistleblowing gibt. Das ist natürlich sehr Orwellsch und das muss sofort verändert werden und die müssen ein neues Wort erfinden. Die rechtliche Ebene, die Reformen, die in Island diskutiert werden und die auch hier vorgeschlagen wurden, die klingen natürlich gut, da bin ich sehr dafür. Und ich glaube im Internet, auch nochmal auf das Einzige, was Constanze gesagt hat, es gibt viele Tendenzen in Richtung mehr Transparenz, Richtung mehr Kooperation und Richtung mehr Partizipation und wir müssen damit weitermachen und diese Tendenzen verstärken und eine Kultur und Bedingungen schaffen, wo unethisches Verhalten sozusagen sofort von Whistleblowern veröffentlicht wird, damit es dann eben auch immer weniger geschehen kann. Ein gutes Schlusswort. Ich danke allen für ihre Teilnahme und auch nochmal besonders Daniel, der sich hierher bewegt hat aus den USA und unseren beiden charmanten Constanze und Halina. Vielen Dank und ein schönes Fest der Linken noch.